Die großen Jungs haben Großes vor. Ziel ist natürlich, Europameister zu werden. Eine Aussage, die vor Selbstbewusstsein strotzt. Doch das kommt nicht von ungefähr. Die deutschen Nachwuchsbasketballer fuhren zuletzt beachtliche Ergebnisse ein. Für Bundestrainer Patrick Fehmerling, seines Zeichens Rekordnationalspieler, soll aber mehr dabei herumkommen. Am Ende geht es ja darum, dass man die jungen Leute so heranführt, dass sie hoffentlich in 3, 4, 5, 6, 7 Jahren bei der A-Nationalmannschaft auftauchen oder im Profibereich auftauchen. Einer, der das schon geschafft hat, ist Luke van Sloten. Der 2-Meter-Mann debütierte mit 15 Jahren in der zweiten Liga bei seinem Heimatverein Rasta Vechta, gewann mit der U18-Nationalmannschaft das Albert-Schweizer-Turnier und wird in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen. Und das mit gerade einmal 16. Traum ist natürlich NBA, ist glaube ich für jeden Basketballspieler ein Ziel, ein Traum, den er erreichen will. Und jetzt dieser Schritt mit der BBL ist sehr groß für mich und sehr wichtig für meine Entwicklung, um meinem Ziel näher zu kommen. Doch selbst mit solchen Talenten wird die Gruppenphase mit Gegnern wie Kroatien, Griechenland und der Türkei für die deutsche Mannschaft alles andere als ein Selbstläufer. Wir haben auch eine gute Mannschaft und werden uns da schon wacker schlagen und auch versuchen, die zu ärgern und auch, natürlich auch zu gewinnen. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich mit die schwerste Gruppe oder die schwerste Gruppe in der Vorrunde, was uns aber nicht stören soll. Der Trainer denkt nur von Spiel zu Spiel und hat für seine unerfahrenen Schützlinge noch eine Weisheit parat. Druck ist das, was man sich selber macht. Das Turnier startet am Freitag. Bleibt zu hoffen, dass der Kopf frei bleibt, denn wer weiß, vielleicht reicht es ja für den ganz großen Wurf.